Herrschaften, wir gehen jetzt nochmal ans Umspannwerk. Umgangssprachlich nennt man das Gerät Transformatorstation. Hier wird von 400 Volt Wechselspannung, Niederspannungsbereich auf 20 Volt, 1000 Volt, 20.000 Volt umgespannt, nämlich die Wechselspannung wird umgespannt. Wir befinden uns hier an der linken Seite schon im Mittelspannungsbereich. Wir haben hier das Schaltschema von dieser Station. Wir haben hier hinter dem Schalter, Leistungsschalter, den Übergang zum Transformator. Wir können hier zwei Messgeräte sehen. Ein Messgerät Z1, ein Messgerät Z2. Wenn wir uns diese Stelle einmal genau anschauen, dann stellen wir fest, dass auf der linken Seite vier Teile Einspeisung installiert worden sind und auf der rechten Seite, wo die Ausspeisung ist, befinden sich nochmal zwei Teile Einspeisung. Das bedeutet im Umkehrschluss für mich, dass die Einspeiseseite für dieses BRKW zu klein ist. Üblich ist es, wenn die Einspeiseseite in einer Richtung, genau wie bei der Wärmeverteilung, Einspeisung, Ausspeisung in Gruppen. Weiter geht es. Wir sind hier bei Z2. Wir beobachten hier diese Hochstromanwendung. Hochstrom, wenn es in Richtung 1000 Ampere geht. Und das haben wir hier, ja, weil wir im Augenblick 900 kW laufen haben. Da sind wir circa bei, ich glaube, etwas über 1000 Ampere. Und dann gibt es hier Stromwandler, die an einer Schiene, Stromschiene, die Stromstärke messen wollen. Über das transformatorische Prinzip. Das heißt, die Stromschiene wird als Wicklung betrachtet und um eine Wicklung ist ein Magnetkern, der das Magnetfeld zu der Sekundärwicklung hinten auch überträgt. Aber was können wir hier entdecken? Der vierkantige Stromwandler wird nur unten mit der Stromschiene zum Eisenkern, Magnetkern in Berührung gebracht. Der Rest ist ein riesengroßer Luftspalt, Herrschaften. Und wir müssen überprüfen, ob der Strom richtig gemessen wird. Wir müssen auch beobachten, dass wir hier oben und hier unten Schrauben aus Edelstahl haben, die einen anderen Leitwert haben wie das Kupfer. Und dann müssen wir beobachten, wenn der Leitwert anders ist, dann ist der Widerstand auch anders. Dann fließt dort mehr Strom durch. Und wenn mehr Strom durchfließt, dann wird das Bauteil auch wärmer. Deshalb müssen wir das noch thermografieren. Also müssen wir hier zusätzlich zu dieser Installation, wo die Luftspalte sind, weil die Schienen sehr dicht nebeneinander sind und es eine Hochstromanwendung ist, müssen wir auch beachten, dass die Felder von L2 das Feld an der Spule von L1 beeinflusst und die Spule von L3 und umgekehrt Wechselwirkungen, die die Fehler vergrößern. Und dafür gibt es Spezialsensoren in der Hochstromtechnik, Hochstromanwendung, die diese Felder zusätzlich messen und korrigieren. Der nächste Abschnitt ist der Eigenstrombedarf. Ein Drittel des Erzeugerstroms geht auf der Verbraucherseite ein, aber wir können hier kein Messfeld entdecken, wo der Eigenstrom gemessen wird. Stattdessen entdecken wir hier eine Merkwürdigkeit, wo der Strom einfach hier reingeleitet wird und nur an L2 ein Wandler sitzt. Dies scheint eine Überwachungseinrichtung zu sein für einen Fehlerstrom, vermutlich. Hier fehlt die Messeinrichtung und das Messfeld Z3. Das hat zur Folge,
dass die Messung hier im Gegensatz vermutlich zu dieser Messung, die hat eine PTB-Zulassung, vermuten wir, die wir uns noch anschauen müssen, weil hier mathematisch am Computer addiert und subtrahiert wird, muss die Subtraktion nach dem Messstellengesetz § 25 auch eine PTB-Zulassung haben, um dem Messstellengesetz zu entsprechen. Hat es dies nicht, ist es ein schönes Einfallstor. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.